Willkommen zurück. Wir starten gleich wieder mit einem Fight. Hey Biene, du betrittst Wespenrevier. Ha, es ist jetzt Bienenrevier. Du hast mich zornig gemacht, Biene. Mal gut, dass es immer unterschiedliche Dialoge sind. Ironie off. Sehr gut, nächste Runde. Und die Biene kriegt dann gleich erstmal einen perfekten Schlag ab. Auf die Omme, Christe! So. Ist ja gut, du hast gewonnen, Biene. Hier ist nicht mal ein Nest, ne? Na gut. Muss ja nicht unbedingt immer eins vorhanden sein. Könnte jetzt passieren, dass wir dann voll sind mit Nektar oder mit Pollen. Ach hier, Rübelaktion ist auch gleich. Machen wir die zuerst. Ist das nicht sogar eventuell schon die letzte? Zurück. Ja, yeah, rübefreie Zone haben wir auch als Trophäe erhalten. Er bleibt einfach stehen, Frechheit. White. Und noch zwei. So, jetzt sind wir auch voll. Wo ist denn so unser Heim jetzt? Ach, da. Speed! Was ist das für ein Gebäude? Ah, ich glaube. Jetzt weiß ich, in welcher Ecke wir hier sind. Ah, dann kann das sein, dass wir tatsächlich noch nicht weiter erkundet haben. Ob hier eventuell... Ich habe so viel Pollen. Bevor ich mehr sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen.
Ob hier ein Sammelgegenstand versteckt ist? Ich vermute mal, hier wird eh wieder gleich die Wand kommen. Haben wir hier Süßkram? Sehr schön. Der Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Mist. So, geben wir wieder Gas. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Ja, wir fliegen ja schon. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. So, da müssen wir ran. Das gab jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel, ne? Haben wir hier noch wieder was? Sieht nicht so aus. Da könnten wir uns vielleicht mal wieder neu einkleiden. So. Die schwarze haben wir noch. Die geheime. Können wir die trotzdem freischalten? Absolviere Nebenaufgaben, die Rüpelbiene zum Freischalten dieser Haut. Die hatten wir schon, oder was? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Na gut, dann nehmen wir die Honigmantelbiene. Es gibt viele Unterarten von Honigbienen und nicht alle sehen gleich aus, bei weitem nicht. Probiere die mal aus, ist sie nicht schön? So, dann brauchen wir noch einen neuen Hüt. Oh ja, nice. Entgegen der landläufigen Meinung trugen Wikinger nie solche Helme, aber Opernsänger taten es manchmal. Okay, dann nehmen wir den Vorreiter. Manche Bienen sind schnell, andere sind schneller. Du bist die schnellste. So. Wieder raus. Jetzt müssen wir kurz orientieren, da müssen wir lang. Holen wir uns gleich mal was Süßes ab, um wieder Speed zu bekommen. Oh, Spinnennetz. Wie nah muss ich denn da ran, damit das irgendwie zählt, ey? Oh, das ist wieder die falsche Spinne dann. Also noch viel näher kann ich ja im Prinzip gar nicht.
Das könnte tatsächlich schwierig werden, hier das die Trophäe zu bekommen. Weil man ja erstmal die Spinnnetze auch finden muss. Wieso mache ich eigentlich keinen Speed? Das ist eins. Das war aber vorher noch nicht da, kann das sein? Diese Geräusche klingen einfach total falsch. Oh, diesmal drei. Aber dann waren wir noch gar nicht bei diesem Rondell, oder? Gucken wir mal kurz hin, ob da irgendwas ist. Auf jeden Fall sind da People. Radar zeigt nichts an. Wieso ist das Rüpel-Symbol immer noch da? Das ist ein bisschen komisch. Ich gucke trotzdem nochmal hin jetzt. Der Junge ist da. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr abhauen. Hau ab! Oh, da können wir sogar rein. Aber... Doch, wir kommen durch. Na cool. Das war Glück. Ob hier irgendwo was Schönes versteckt ist? Ah, nice. Wir haben uns denn erwischt? Der Fakt 8. Eine Biene kann bis zu 5 Millionen Pollenkörner gleichzeitig in ihrem Haar tragen. Bienen haben an den Beinen spezielle Körbchen, mit denen sie die Pollen transportieren. So.
Jetzt haben wir das ja gefunden, dann wird wahrscheinlich kein zweites hier unbedingt gleich versteckt sein. Na gut, dann würde ich sagen, vor dem nächsten Kampf machen wir erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Ich weiß gar nicht, wo der Tanz eigentlich abgeblieben ist. Hier haben wir nicht zufällig gerade noch ein Spinnennetz, ne? Sieht erstmal nicht so aus. Na gut, Spitze, bedanke mich. Bis denn.